Hallo, hier bin ich wieder. Heute steht ein besonderes Projekt an. Es ist brüllend heiß, brüllend trocken, obwohl sich ein Gewitter anbahnt, aber man weiß nicht so genau. Und jetzt müssen diese 2000 Liter, also jeweils 1000 Liter beiden Tanks, müssen jetzt aufgefüllt werden. Ich habe mir jetzt so ein Steigrohr und einen Schlüssel für den Hydranten, wo da vorne an der Straße liegt, geholt. Kostet 500 Euro Kaution. Ansonsten 1,65 Euro Miete am Tag plus Wasserkosten, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich werde auch gleich alles gießen, aber wir haben das Problem jetzt im Moment, dass wir nicht drankommen, weil ein Auto auf dem Hydranten steht. Ich werde das mal weiterverfolgen, aber es kann natürlich sein, dass wir heute gar nicht mehr dazu kommen. So, jetzt hole ich das mal aus dem Auto raus. Jetzt liegt der Schlauch hier in dem hinteren Tank, geht hier entlang. Der wird hier jetzt noch mit einer Klemme festgemacht, damit der hier nicht rausgezogen wird, weil das ist ein bisschen knapp, der reicht gerade so. Und geht jetzt hier durch den ganzen vorderen Teil des Gartens. Hier liegt er noch in der Kurve. So ist das. Das ist jetzt dieser Schlüssel, um den Hydranten zu öffnen. Und das ist das Steigrohr mit einer Wasseruhr. 169 Kubikmeter. Der Kubikmeter kostet, müssen wir mal nachgucken, 2 Euro noch was. So sieht das aus und da müssen wir jetzt hier über die Straße zum Hydranten mit dem Ding hier. So, jetzt muss es hier erstmal aufgedreht werden. Ja, das muss es erstmal leer spülen. Oder freispülen, ist gesagt worden. Deswegen lassen wir es jetzt erstmal hier sprudeln. Ich gehe mal in Deckung. Aha. Wir sind auf Wasser gestoßen. So. Ich keine Ahnung, halt, damit es richtig auf ist. Das ist ja. Gut. So, dann müssen wir halt mal gucken, was passiert. Erstmal müssen wir gucken, ob der Verschluss hält hinten. Ich habe die Hose frisch gewaschen, da muss ich aufpassen. Also, machen wir mal und dann laufen wir schnell dahin. Gucken wir auf der mittlere erstmal, ob der auch dicht ist. So, läuft. So, jetzt ist an. Mhm. Okay. Jetzt laufen wir hier wieder zum Grundstück. Immer den Schlauch entlang. Hier haben wir noch ein bisschen Spiel. Super. Also der Schlauch hat ungefähr, das sind zwei Schläuche, die miteinander verbunden sind, haben eine Länge ungefähr von 70 Meter. Jetzt bis zu den Tanks. Ich habe das schon mal gemacht vor 2 Jahren. Danach war es nicht mehr nötig. 2011 war es auch mal trocken. So, hier haben wir die Klemme. Hier hört man es schon laufen. Ich gehe gerade mal dahin. So, jetzt ist jetzt der erste Tank, der jetzt, man kann es hören, voll läuft. Hier passen 1000 Liter rein. Da passen 1000 Liter rein. Wir werden noch den von der Nachbarin da hinten füllen. Wir werden noch 2 Wasserfässer von uns füllen. Und ich werde überall, wo ich dran komme, wo der Schlauch hinreicht, noch ganz bequem mit dem Schlauch spritzen. So, jetzt bin ich hier mit den Gießkannen beschäftigt. Und machen wir eine. Warte, das geht schon nicht mehr hier. Weil weiter ist der Schlauch nicht hier rüber zu bringen. Wir haben jetzt, ich habe da hinten das Gemüsebeet gespritzt. Das erste, das zweite komme ich nicht dran.
Und jetzt hier sprengen, großartig, das geht auch, indem man das so hochhält und sprengt, aber dann sprenge ich den ganzen Rasen mit und ich bin eigentlich ganz froh, dass es so trocken ist und ich im Moment nicht so oft mähen muss. Und das dauert auch ewig. Ne, jetzt fülle ich eine Gießkanne nach der anderen, schütte das mal hier drauf und eigentlich ist das so, ist das kein Problem. Das lässt sich eigentlich alles sehr gut machen. Riecht hier alles ganz feucht, als ob es gerade geregnet hätte. So, das ist dieser sommerliche Duft, wenn so Regentropfen den ausgedörrten Boden berühren. So, jetzt habe ich hier alles noch gespritzt, jetzt wird der Saft abgedreht. Das war jetzt nochmal richtig eine ganze Ladung Wasser und jetzt sind wir auch durch. Das waren 3 Kubikmeter, was ich jetzt verbraucht habe. Hat jetzt aber lange gebraucht, also für 1 Kubik. Den Tank zu füllen, 1 Kubikmeter Tank, haben wir jetzt 1/2 Stunde gebraucht. Also 1/2 Stunde pro Kubikmeter mit 1/2 Zoll. Also hier, jetzt habe ich im Moment was anderes dran, weil ich hier gespritzt habe. Das ist ansonsten ab, wenn das in den Tank reinläuft. Ja, das war jetzt Mission erfolgreich beendet sozusagen. Und alles atmet auf hier.